musste auch gerade selber nochmal lachen über den Hamster, weil ich erinnere mich an die Dreharbeiten und wir hatten mehrere Hamsterräder. Der Hamster wollte nicht in das Hamsterrad rein. Wir haben wirklich, es war nachts um 2 Uhr, wir sind dann noch alle Baumärkte in Berlin damals abgeklappert und hatten dann, glaube ich, am Ende 7 Hamsterräder. Und bis wir es dann geschafft haben. Also die Aufnahmen kamen witzigerweise zustande, wo der Hamster so komisch geguckt hat, der wollte einfach nicht da rein. Und ich glaube, dass wir und inklusive auch ich mir selbst, genauso wie viele Unternehmen, sich immer Gedanken darüber machen, wie sie das Hamsterrad ausgestalten und schön machen sozusagen. Ja? Also wie komme ich mit der Situation zurecht? Wie passe ich mich da irgendwie an oder versuche mir das Beste rauszuziehen, anstatt die Grundsatzfrage zu klären? Also so ging es mir eigentlich auch, dass ich also immer eine Zeit lang so Strategien überlegt habe, wie ich mich da sozusagen anpassen kann und wie ich also mit, auch mit Anstrengung und mit irgendwie Geschick mich da bewegen kann, anstatt grundsätzlich das in Frage zu stellen. Und ja, es gibt diesen schönen Spruch vom Michael Butgerei, von den guten Botschaftern, der da sagt, ihr sollt aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten. Das ist für mich auch sehr sinnbildlich. Das Problem ist beim Glänzen, dass du eigentlich die ganze Zeit dich anstrengen musst. Du musst also ständig befeuern. Das ist so wie so eine Dampflok, wo du die ganze Zeit Kohle reinschippen musst. Sobald du aufhörst, dann wird es langsamer. Das heißt, die Idee vom Leben ist so ein bisschen, ich erstmal so bin noch nicht ausreichend, ja, also ich bin in irgendeiner Form bedürftig, aber kein Problem, es gibt Möglichkeiten, diese, sagen wir mal, übertrieben ausgedrückte Minderwertigkeit zu kompensieren, durch Leistung, Arbeit, Macht, Anerkennung oder auch Konsum, wie wir das erlebt. Und insofern ist es auch sinnbildlich für mich gewesen. Ich glaube, ich bin da auch immer was hinterhergelaufen. Man hat immer gedacht, ich reiche nicht erstmal, also so fast schon so eine lebensphilosophische Grundlage. Aber ich kann durch Anstrengung und durch dauerhafte Leistung das sozusagen zum Glänzen bringen. Und sozusagen diese innere Kraftquelle zu verstehen, dass es die gibt und dass die sozusagen da ist, auch wenn wir gar nichts tun, das war für mich spektakulär, würde ich sagen.